Für die FDP-Fraktion bitte ich nun Herrn Müller nach vorne. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das eigentlich Traurige an diesem Gesetzentwurf ist, dass er wieder aus der Opposition kommt und dass immer die Opposition diejenige ist, die neue Initiativen vorbringen muss, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um Attraktivität des öffentlichen Dienstes überhaupt voranzubringen und die Regierungskoalition leider immer die Gesetzentwürfe ablehnt, meine Damen und Herren. Herr Frömmrich, ich würde mich ja sehr freuen, wenn das Unsinn wäre. Es ist nur leider die Wahrheit und die Realität. Und wir hatten die Debatte, oder bekommen Sie im nächsten Plenum, zum Thema Homeoffice-Regelung und mobiles Arbeiten. Auch den Gesetzentwurf haben Sie angekündigt abzulehnen. Der kommt nun von uns. Jetzt lehnen Sie den Gesetzentwurf ab der SPD, mit der die Teilzeit flexibilisiert werden soll, auch im Bereich der Beamten und Beamtinnen. Wir haben dort zugegebenermaßen einige Schwierigkeiten. Das ist auch in der Anhörung deutlich geworden. Das haben auch die Kolleginnen von der SPD durchaus eingeräumt. Aber was man machen könnte, wäre schon eine temporäre Regelung zu finden, um eben vorübergehend einen Weg zu finden, wie man Familie und Beruf unter einen Hut bringen kann, wie man Pflege unter Umständen ermöglichen kann, wie man aber auch aus gesundheitlichen Gründen auch mal eine Zeit lang, ob es ein halbes Jahr oder ein Jahr ist, muss man schauen. Da können wir gerne diskutieren. Entsprechend auch die Arbeitszeit dann auf 5 oder auf 10 Stunden reduzieren könnte. Das wäre schon möglich, meine Damen und Herren, und leider lehnen Sie das alles ab. Ich glaube, dass wir, wenn wir den öffentlichen Dienst attraktiv halten wollen, solche Regeln aber gehen müssen und dass wir flexibles Arbeiten ermöglichen müssen. Und das war auch das Ergebnis der Anhörung, das war aber auch das Ergebnis der Auswertung der Anhörung, dass wir, wenn wir irgendeinen Weg finden wollen, dann zumindest das mobile Arbeiten ermöglichen müssen. Weil auch das hilft dabei, wenn man einen pflegenden Angehörigen daheim hat, wenn man entsprechend Kinderbetreuung zu organisieren hat, wenn man einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht auch noch die Fahrtstrecken, die möglicherweise weiter sind, auf sich nehmen kann, dass man dann in diesen Fällen auch von zu Hause aus zumindest arbeiten kann. Es gibt die Dienstpflicht und es gibt ja das Alimentationsprinzip, keine Frage. Deswegen gibt es auch den Unterschied zwischen Beamten und Angestellten. Und die Vorteile, die die Beamten haben, muss man entsprechend irgendwie auch berücksichtigen. Deswegen ist es nicht so einfach. Aber ich finde es schade, dass überhaupt keine Signale gekommen sind seitens der CDU nach dem Angebot in den Ausschussberatungen, dass man hier gemeinsam eine Lösung finden könnte. Das wäre ja ein Weg gewesen. Man hätte eine temporäre Regelung finden können, wie es in anderen Bundesländern der Fall ist. Und man hätte das hier gemeinsam einvernehmlich beschließen können. So werden Sie den Gesetzentwurf wieder schlicht ablehnen. Genauso wie Sie es schon zum Thema mobiles Arbeiten unserem Gesetzentwurf angekündigt haben. Ich bin gespannt, wie Sie, nachdem wir beim letzten Plenum darüber diskutiert haben, dass auch die Bezahlung der Beamten nicht verfassungskonform ist, sondern zu niedrig ist, wie Sie den Beamtinnen und Beamten in diesem Land noch erklären wollen, dass es attraktiv ist, für das Land Hessen zu arbeiten. Ein Plenum nach dem anderen und Sie kriegen wieder erklärt, dass es irgendwo hakt und hapert. Und jedes Mal, wenn Initiativen aus der Opposition kommen, um das zu verbessern, lehnen Sie diese Initiativen ab. Meine Damen und Herren, so bringen Sie Hessen nicht voran. So leidet Hessen auf lange Sicht unter dieser Landesregierung. Und ich hoffe, dass sich das dann irgendwann ändert. Nun bitte ich Herrn Schaus von den Linken ans Rednerpult. Hast du mich schon vermisst? Dann ist ja gut. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, was ich an der jetzigen Diskussion am meisten bedauere, ist, dass das Angebot, das die SPD hier gemacht hat, mit diesem Gesetzentwurf sozusagen in eine Debatte einzutreten, wie kann man denn Familien und ja, in dem Fall auch, weil an Familie oftmals Frauenförderung und Frauenfreundlichkeit hängt. Wie kann man denn das besser vereinbaren?
Und es ist ja jetzt, selbst jetzt und heute noch mal das Angebot gemacht worden, in diese Debatte einzutreten, um zu überlegen, wie kann man denn am sinnvollsten durch verschiedene Maßnahmen hier auch sozusagen die Attraktivität des öffentlichen Dienstes verbessern. Das war und ist der Ansatz. Und insofern begrüßen wir als Linke diesen Ansatz, weil wir sehr wohl der Meinung sind, dass im öffentlichen Dienst, und zwar auch bei den hessischen Beamtinnen und Beamten, auch Regelungen greifen sollten, die zwar nicht im Detail vergleichbar sind mit denen in einem klassischen Arbeitsverhältnis, die aber dennoch, wenn man die verschiedenen gesetzlichen Regelungen nebeneinander legt, zu einer Benachteiligung an dieser Stelle von hessischen Beamtinnen und Beamten führen. Wenn Sie in das Teilzeit- und Befristungsgesetz mal einen Blick werfen, dann finden Sie weder im Paragraphen 2 noch im Paragraphen 9a dort eine Untergrenze für Teilzeitbeschäftigung. Die gibt es bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht. Und neben den 100.000 Beamtinnen und Beamten, die wir in Hessen beschäftigen, gibt es ja auch noch knapp 50.000 Tarifbeschäftigte sozusagen in der gleichen Dienststelle, wenn Sie so wollen, denen die Möglichkeit gegeben ist, sozusagen diese 15 Stunden zu unterschreiten, auch befristet zu unterschreiten. Und deshalb hätte ich mir sehr gewünscht, dass man über die Frage, wie kommt man denn möglicherweise zu einer Verbesserung von Betreuung von Familie und insbesondere von Pflege, wie kann man das erreichen? Braucht man da vielleicht sogar eine neue Untergrenze, die unter 15 Stunden liegt? Oder welche Maßnahmen könnten im Beamtengesetz, das wir ja unmittelbar als Parlament beeinflussen können, in Hessen hier dazu beitragen, diese gesellschaftliche Debatte zu führen, als auch letztendlich zu einer Verbesserung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes zu kommen. Diese Chance haben Sie leider verpasst. Das ist so. Da kann man sich natürlich jetzt damit auseinandersetzen. Und ich könnte genauso gut wie Herr Bauer hier zitieren. Interessanterweise sind es aus den Stellungnahmen zum Beispiel die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten für Lehrkräfte in den staatlichen Schulämtern in Hessen, einem großen Bereich, wo Frauen beschäftigt sind, die dann sagen, sozusagen, ich zitiere, familiäre Aufgaben bedürfen in bestimmten Lebenssituationen einer geringeren Anzahl an Arbeitsstunden. Da und an einer anderen Stelle, da familiäre Aufgaben, das heißt die Erziehung und Pflege von Kindern oder die Pflege von erwachsenen Angehörigen wie Eltern und Schwiegereltern leider heutzutage immer noch überwiegend von Frauen wahrgenommen werden, stellt die bisherige Regelung mit der daraus folgenden Konsequenz, bei einer geringeren Stundenzahl nicht weiterarbeiten zu können, ganz klar eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes, in diesem Falle von Frauen, dar. Und das ist auch sozusagen Teil dieser Stellungnahme, die von Herrn Bauer geflissentlich natürlich nicht zitiert wurde, weil sie sozusagen nicht in die Argumentationsebene passt. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Frage sozusagen der Gleichberechtigung, der Gleichstellung auch im Arbeitsleben eine große Rolle spielt. Und insofern bedauere ich sehr, dass teilweise mit sehr schrägen Argumenten von unterschiedlicher Seite, die sich sozusagen auf die, ich zitiere, im Gesetz § 34 Beamtenstatusgesetz die volle Hingabe der Beamtin und des Beamten zum Beruf als Gegenargumente hier angeführt werden, wobei der § 34 Beamtenstatusgesetz ja nur deshalb geschaffen wurde, und das wissen, glaube ich, alle, die in der Diskussion beteiligt sind, um festzustellen, dass sozusagen die Haupterwerbstätigkeit oder die überwiegende Erwerbstätigkeit damit gemeint war und nicht sozusagen die Reduzierung einer Teilzeitbeschäftigung, um noch eine andere
überwiegende Erwerbstätigkeit wahrzunehmen. Das ist ein anderer Ansatz wie der, wenn, ich sag mal, weit überwiegend Frauen in Zwangssituationen sind, weil sie ein Kind oder Kinder betreuen müssen, die lange erkrankt sind, oder insbesondere auch pflegebedürftige Angehörige. Und hier hätten wir uns sehr gewünscht, dass die Koalitionsfraktionen in diese Debatte eintreten und wir gemeinsam nach sinnvollen Lösungen suchen, wie es ja in anderen Bundesländern auch möglich war, hier für die hessischen Beamtinnen und Beamten mehr zu tun, als bisher getan wurde. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen bitte ich nun Frau Goldbach ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Ziel ist, das wir alle verfolgen, steht hier außer Zweifel. Das konnten wir von allen Vorrednerinnen und Rednern hören. Es stellt sich nur die Frage, wie wir dieses Ziel erreichen. Die SPD möchte jetzt mit ihrem Gesetzentwurf die wöchentliche Mindestarbeitszeit von 15 Stunden streichen. Und damit wäre jede Arbeitszeit möglich, 2 Stunden, 5 Stunden, 7 Stunden oder auch 8 Stunden. Wir haben es schon gehört, eine schriftliche Anhörung dazu durchgeführt. Und ich möchte zu der Anhörung mal einiges sagen. Und Herr Kollege Schaus, danke, dass Sie die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten erwähnt haben. Denn ich finde, da muss man noch mal genauer hinschauen, was die in ihrer Stellungnahme eigentlich geschrieben haben. Sie geben eine uneingeschränkte Zustimmung zu dem Gesetzentwurf der SPD, wobei sich aber 6 von 15 Schulämtern hier nicht angeschlossen haben der Stellungnahme. Das muss man auch betonen. Und diese Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten gehen davon aus, dass die familiären Aufgaben wie Erziehung von Kindern oder Pflege von Angehörigen, und ich zitiere jetzt noch einmal, leider heutzutage immer noch überwiegend von Frauen wahrgenommen werden. Noch einmal. Leider heutzutage immer noch überwiegend von Frauen wahrgenommen werden. Und deshalb sei die Mindestanzahl von 15 Wochenstunden eine Diskriminierung nach dem Geschlecht, in diesem Fall von Frauen. Ich als Frau, die immer berufstätig war, die Angehörige gepflegt hat, die Kinder großgezogen hat, kann dieser Argumentation nicht folgen. Denn wir brauchen Frauen. Wir Frauen brauchen beides. Wir brauchen Zeit, um in Ruhe unserer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Und wir brauchen, und das ist das Wesentliche, die uns zustehende Unterstützung bei der Erziehungs- und bei der Pflegearbeit. Denn hier sind wir Frauen im Jahr 2022 wahrlich nicht alleine in der Pflicht. Ich bin der Meinung, es muss zur Selbstverständlichkeit werden, dass Väter sich genauso in der Erziehungsarbeit engagieren wie Mütter. Und es muss zur Selbstverständlichkeit werden, dass Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen von der Pflegekasse die Unterstützung bekommen und die Hilfe erhalten, die sie brauchen, damit sie die Pflege nicht alleine schultern müssen. Wir müssen auch klarmachen, was es für die in der Stellungnahme angesprochenen Frauen eigentlich hieße, würden sie auf weniger als 15 Wochenstunden reduzieren. Und ich möchte noch einmal ganz klar sagen, ich spreche jetzt hier als Feministin und Kämpferin für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Und ich möchte nicht, dass Frauen so wenig arbeiten, dass sie wirtschaftlich von ihren Ehemännern abhängig sind. Ich möchte nicht, dass Frauen so wenige Pensionsansprüche erwerben oder Rentenansprüche, dass sie in Altersarmut geraten. Aber genau das ist die Gefahr, wenn Frauen über Jahre in Teilzeit arbeiten. Wir leben doch nicht mehr in den 50er Jahren. Abgesehen von dem Prinzip der Gleichberechtigung gibt es aber noch andere Gründe, die in den ablehnenden Stellungnahmen genannt werden. Kollege Alexander Bauer hat schon einige genannt, nämlich Hessischer Städte- und Gemeindebund, dass Beamtinnen der Allgemeinheit verpflichtet sind und dass ein Mindestmaß an beruflichem Einsatz voraussetzt. Hessischer Landkreistag, dass die Personalplanung deutlich schwieriger wird.
bei einer Arbeitszeit von weniger als 15 Wochenstunden. Der DBB Hessen, das finde ich ja besonders interessant, schreibt, ein Unterschreiten der 15 Wochenstunden könnte die Karriere sogar weiter behindern, weil die Betroffenen, Klammer auf, überwiegend Frauen, auch hier wieder dieses Bild aus den 50er Jahren, als noch weniger präsent wahrgenommen würden. Richterinnenbund, auch das hat Kollege Bauer schon zitiert, das bezieht sich im Wesentlichen auf die Staatsanwaltschaft. Die Richterschaft wäre nicht betroffen von der Änderung. Und da, bei der Stellungnahme finde ich es besonders interessant, dass noch keine Kollegin und noch kein Kollege aus der Staatsanwaltschaft jemals beantragt hat, weniger als 15 Wochenstunden arbeiten zu wollen. Der Hessische Städtetag sagt, und das sind zwei Punkte, die sind jetzt beamtenrechtlich wirklich sehr wichtig, finde ich. Es ist zu berücksichtigen, dass Beamtinnen unabhängig vom Umfang ihrer Arbeitszeit beihilfeberechtigt sind. Damit entstünden den Dienstherren in Relation zur Arbeitszeit verhältnismäßig hohe Kosten für die Erstattung beihilfefähiger Aufwendungen. Der andere Punkt, beamtenrechtlich, im Hinblick auf den Anspruch auf amtsunabhängige Mindestversorgung erscheint es zudem fraglich, ob die Reduzierung der Lebensarbeitszeit ohne Auswirkung auf die Höhe der Mindestversorgung gegenüber anderen Versorgungs- und Rentenempfängerinnen vertretbar ist. Also hier auch noch einmal eine Frage der Gleichberechtigung oder Gleichstellung. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Hartmann hat es schon richtig vorausgesagt. Wir werden den Gesetzentwurf ablehnen. Es spricht zwar ein guter Wille aus der Initiative, jedoch verfehlt sie meiner Ansicht nach einmal die Ziele der Geschlechtergerechtigkeit und widerspricht auch Grundsätzen des Berufsbeamtentums. Und noch ein letzter Satz zum Herrn Kollegen Müller, FDP. Lesen Sie doch einmal die Pressemitteilung des DBB zum Tarifabschluss aus dem letzten Oktober. Die sind da hoch erfreut, sehr zufrieden. Hessen als ein familienfreundlicher Arbeitgeber mit deutlichen Verbesserungen für die Tarifbeschäftigten und für die Beamten des Landes Hessen. Also, wir werden das ablehnen, aber Grüne und CDU weiterhin an der Familienfreundlichkeit des Arbeitgebers Land Hessen arbeiten. Frau Abgeordnete Goldbach, ehe Sie Schluss machen, lassen Sie noch eine Zwischenfrage des Abgeordneten Müller zu. Das ist jetzt leider zu spät. Danke. Dann vielen Dank. Vielleicht können Sie das ja bilateral klären. Als nächstes hat dann der Abgeordnete, Quatsch, der Staatsminister Beuth das Wort. Uns jetzt, was die Regierung vorhat. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, man wundert sich schon ein bisschen darüber, wie die Debatte verlaufen ist. Nach den Anhörungen, nach der Anhörung bzw. der Auswertung der Anhörungsunterlagen wäre nach den gängigen Reden hier im Plenarsaal des Hessischen Landtags, wo Regierungsentwürfe durchaus hin und wieder mal von denen, die wir zur Stellungnahme bitten, mal kritisiert werden, mal kritisch aufbereitet werden. Also nach dem, was ich heute hier auch in der Debatte gehört habe über die Stellungnahmen aus der Anhörung, dürften wir eigentlich diesen Gesetzentwurf gar nicht mehr debattieren, sondern er hätte eigentlich im Ausschuss zurückgezogen werden müssen. Aber wie gesagt, man wundert sich über so manche Beliebigkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will hier feststellen, die Attraktivität des öffentlichen Dienstes in Hessen ist nach wie vor gegeben, auch wenn, das ist hier richtigerweise angesprochen, es immer wieder Weiterentwicklungs- und Entwicklungsbedarf gibt, den wir auch seitens der Landesregierung und der Koalitionsfraktionen immer nachkommen. Und Herr Kollege Müller, es braucht nicht Ihrer Anstöße, die Modernität und für die Gestaltung der öffentlichen Arbeitswelt haben Sie wahrlich nicht gepachtet, nicht mit dem Gesetzentwurf hier und übrigens auch nicht mit dem Gesetzentwurf, den wir das nächste Mal debattieren. Auch hier zeichnen Sie untauglich etwas nach, was selbstverständlich von uns in Dienstvereinbarungen schon lange aufgenommen worden ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist der Hessischen Landesregierung außerordentlich wichtig, und das bildet sich in unseren Gesetzen, in Tarifverträgen, in der Art und Weise, wie wir auch mit den Beschäftigten des Landes umgehen und was wir ihnen ermöglichen, bildet sich das auch entsprechend ab. Lassen Sie mich gleichwohl zu dem hier vorliegenden
Gesetzentwurf der SPD-Fraktion ein paar Argumente noch einmal besonders hervorheben. Beamtinnen und Beamte stehen in einem besonderen Dienst- und Treueverhältnis zu ihrem Dienstherrn. Sie haben Anspruch auf Fürsorgeleistungen, die Ihnen und Ihren Angehörigen, denen Sie zum Unterhalt verpflichtet sind, z. B. eine lebenslange auskömmliche Alimentierung und Beihilfeleistungen, deren Höhe unabhängig von Ihrem zeitlichen Arbeitsaufwand ist, garantieren. Nicht zu vergessen erhalten die Beamtinnen und Beamten nach Ende ihrer aktiven Dienstzeit wohlverdientes Ruhegehalt. Es ist daher wohlbegründet, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir natürlich diese erhebliche Belastung für den Dienstherrn auf der anderen Seite natürlich auch betrachten müssen. Meine Damen und Herren, das ist kein antiquiertes Beamtengesetz in irgendeiner Form, sondern das sind die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums. Sie kommen der besonderen Funktion, die von Beamtinnen und Beamten in ihren Aufgaben wahrgenommen werden, nach. Es sind eben besondere Rechte, es sind besondere Pflichten. Und das dient am Ende der Qualität der staatlichen Leistungserbringung. Und, meine Damen und Herren, deswegen, es ist nicht antiquiert. Wir haben das Beamtengesetz, wir haben die Art und Weise, wie wir Tarifverträge gestalten, sehr modern, sehr familienfreundlich ausgestaltet. Und da tut dieser Gesetzentwurf, der hier eingebracht worden ist, würde am Ende das nicht weiter verbessern können. Meine Damen und Herren, in der Art und Weise, wie wir das Beamtenrecht ausgestaltet haben, mit der Mindeststundenzahl von 15 Stunden gleichwohl dafür Sorge getragen. Und jetzt noch einmal zu der Frage Diskriminierung. Mir ist jetzt die Frage Männer oder Frauen an dieser Stelle mal gerade gar nicht so wichtig, sondern die Frage, wer in Teilzeit ist oder nicht in Teilzeit ist. Diejenigen, die in Teilzeit sind und diese 15 Stunden arbeiten, sind gerade gegenüber anderen laufbahnrechtlich nicht diskriminiert. Das ist ja sozusagen ein besonderer Vorteil, den wir auch gegenüber anderen Bundesländern hier bei uns im Hessischen Beamtengesetz niedergelegt haben. Es unterstreicht ja nur, dass wir den familiären Verpflichtungen, dass wir der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eben besonders nachkommen durch diese Art und Weise, wie wir das Beamtengesetz bei uns gestaltet haben. Und es ist schon angesprochen worden, auch die Tatsache, dass bei uns die unterhälftige Teilzeitbeschäftigung über einen sehr, sehr langen Zeitraum, ein längerer Zeitraum als beim Bund, ein längerer Zeitraum als in anderen Bundesländern bei uns ausgestaltet werden kann, zeigt ja nur, dass wir eben dort diese besondere Möglichkeit, diese besondere Flexibilität und damit eben auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in einer besonderen Form jetzt schon unterstützen. Dafür bedarf es keiner neuen Gesetzgebung, insbesondere des hier vorgelegten Gesetzentwurfs nicht. Und im Übrigen bei der Frage, wie das mit dem Homeoffice ist, Herr Kollege Müller, auch nicht des Gesetzentwurfs, den wir bald hier diskutieren werden. Wir sind modern. Wir haben eine moderne Verwaltung. Wir haben eine moderne Verwaltung. Wir haben eine moderne Gesetzgebung, moderne Tarifverträge, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf herstellen. Darauf sind wir stolz. Das müssen wir mit dem Gesetzentwurf und mit dem von übernächster Woche nicht verbessern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Und Entschuldigung für die Unterbrechung. Ich dachte, es war eine Wortmeldung. Es war auch eine, aber für danach. Dann hat jetzt der Abgeordnete Müller das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich wollte es ja eigentlich gar nicht, aber dann hat er mich doch noch einmal gereizt. Und es gibt doch noch einmal, ich habe noch jede Menge Redezeit übrig. Es gibt doch einige Punkte, die es noch einmal anzumerken gibt. Das Erste fand ich unverschämt, dem Parlament Beliebigkeit vorzuwerfen im Umgang mit Auswertung von Anhörungen. Das steht der Landesregierung nicht zu. Wie wir das machen, ist unser Ding. Jedenfalls würde ich mir wünschen, bei gescheiterten Anhörungen dann auch seitens der Landesregierung Gesetzentwürfe zurückzuziehen. Das wäre dann zumindest konsequent aus dem Wortbeitrag eben. Dann würde ich als Zweites gerne darauf hinweisen, es war ja selbst von der SPD eingeräumt,
dass man einen Änderungsantrag erarbeiten müsste, um die Flexibilität, die auch in anderen Bundesländern geschaffen wurde, nämlich temporäre Reduzierungen zu ermöglichen, zu erarbeiten. Da wurde ein Gesprächsangebot sozusagen unterbreitet, und das wurde abgelehnt. Und damit würden wir schon das Beamtenwesen etwas modernisieren und Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Und das wäre ein erster kleiner Schritt in der Tat, um hier auch für die Beamtinnen und Beamten in Hessen etwas zu erreichen. Und wenn Sie dann immer wieder Bezug nehmen, auch auf das mobile Arbeiten und sogar Zwischenrufe kommen, wir haben das doch in Dienstvereinbarungen schon umgesetzt. Zeigen Sie sie mir. Zeigen Sie sie mir. Können Sie, haben es ja schon gemacht. Legen Sie sie auf den Tisch. Das Einzige, was Sie gemacht haben, auf Druck der Tarifvertragsparteien, haben Sie das in die tarifvertragliche Einigung aufgenommen. Das ist korrekt. Aber die Umsetzung vor Ort, die fehlt noch. Und vor allen Dingen, was fehlt, ist ein Rechtsanspruch auch für die Beamtinnen und Beamten. Weil sie können viel tarifvertraglich vereinbaren. Das gilt lange nicht für die Beamtinnen und Beamten. Und die müssen jedes Mal als Bittsteller zu ihrem Dienstherrn kommen und darum bitten, dass sie jetzt mal wieder mobil arbeiten dürfen. Das ist etwas, was geändert werden muss. Und dieser Rechtsanspruch, diese Verbindlichkeit, diese Stärkung der Position der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch der Beamtinnen und Beamten, die macht den öffentlichen Dienst attraktiv. Das wollen wir erreichen. Und da schläft diese Landesregierung leider. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Müller. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Hartmann für die SPD-Fraktion noch einmal zu Wort gemeldet. Werte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich beantrage hiermit eine dritte Lesung. Ich kann das damit begründen, dass von Seiten der CDU und der Grünen die Stellungnahme des Beamtenbundes sehr hoch gelobt wurde. Sie haben aber hoffentlich auch die Passage gelesen, wo vorgeschlagen wird, dass zwar an der 15-Stunden-Grenze festgehalten wird, wo aber eine Festlegung getroffen wird bezüglich der Nutzung der digitalen Möglichkeiten. Deshalb halte ich es, nachdem Sie dem so viel Wohlwollen entgegengebracht haben, halte ich es für sinnvoll, dass wir im Innenausschuss uns diesbezüglich noch einmal unterhalten, dass wir vielleicht uns auf ein Ende. Herr Frömmrich, es wäre nett, wenn Sie zuhören. Wenn wir uns im Innenausschuss darüber unterhalten, ob wir einen gemeinsamen Änderungsantrag machen könnten, dass wir von der Absenkung dieser 15 Wochenstunden dann runtergehen, wenn parallel dazu eine Formulierung, wie beispielsweise vom Beamtenbund vorgeschlagen, in Kombination von der Ermöglichung von Homeoffice gefunden werden könnte. Deshalb beantragen wir eine dritte Lesung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Hartmann. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD mit der Drucksache 20-7692 zu Drucksache 20-6031 angekommen und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der dritten Lesung an den Innenausschuss.